Aufsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf Tempo. Zuallererst einmal vielen lieben Dank für die Vorlage und Herr Schröder, Oberbürgermeister, bei uns müssen Sie gar nicht so groß für das Vorhaben werben. Wir als Linke finden den Ansatz einer Bibliothek im Sinne eines dritten Ortes, zur Erklärung eines dritten Ortes. Der erste Ort ist das Zuhause, der zweite Ort ist der Arbeitsplatz und der dritte Ort ist ein Sozialraum. Den Ansatz finden wir gut und wir begrüßen es sehr, dies im Ruhehaus zu installieren. Ich zitiere mal aus einem kleinen Text von dem Bibliotheksverband zum Thema dritter Ort. Die Bibliothek als dritter Ort versteht sich als gesellschaftlicher Knotenpunkt, als ein Ort der Begegnung, des Lernens und der Inspiration, als ein Ort sozialer, kultureller und digitaler Teilhabe. Und auch Bibliotheken sind kommunale Daseinsvorsorge. Ich denke, das macht auch die Definition ganz, ganz deutlich. Und wir begrüßen es, dass mitten in der Innenstadt ein Ort geschaffen werden soll, der offen ist für alle, ein konsumfreier Ort. Denn Innenstädte sind in der Regel ein Ort des Konsums, an dem nur gewisse Menschen teilhaben können. Und eben Menschen, die nicht so viel im Geldbeutel haben, sage ich jetzt mal, nicht teil sein können. Vielleicht könnte so ein dritter Ort auch ein warmer Ort im Winter sein. Also wir haben viele Ideen, was dieser dritte Raum sein kann. Deswegen begrüßen wir diese Vorlage und auch die Ausskizzierung in der Antragsbegründung. Sie können sich aber vielleicht auch schon denken, wo die Kritik von Seiten der Linken bei diesem Projekt kommt. Und das Wort haben wir heute auch schon häufiger gehört und ich denke, in der Sitzung werden wir das Wort auch häufiger noch hören. Und zwar geht es um Beteiligung. Herr Leitschuh hat gelobt, dass der Kulturbeirat in der Phase 0 beteiligt wird im Prozess. Aber wir haben auch vom Seniorenbeirat heute gehört, dass im Falle der Trinkwasserbrunnen es vielleicht gut gewesen wäre, die Beiräte schon vorher zu beteiligen, damit das gar nicht so eine Fehler wie zum Beispiel als neuer Trinkwasserbrunnen oder vielleicht eine Bibliothek, die nicht möglichst groß und barrierefrei nutzen gegeben ist, zu haben. Deswegen kritisieren wir, dass nicht die Beteiligung schon auch von vornherein gegeben war, weil seit dem letzten Sommer, wo das Unwetter war, das Ruhehaus unter Wasser stand das Ruhehaus im Fokus der Stadtgesellschaft, im Fokus der Presse. Viele Menschen haben sich Gedanken gemacht, wie geht es weiter, was können wir mit dem Haus machen. Und gerade auch nach dem Beteiligungsprozess zum Thema Dokumenta-Institut oder Dokumenta-Zentrum war auch das Ruhehaus ganz oben mit auf der Agenda. Und ich denke, in dieser Stadt gibt es viele, viele Menschen, die Interesse daran haben, was mit dem Ruhehaus passiert, was mit der Innenstadt passiert, was mit dem Dokumenta-Zentrum ist, was mit einer Stadtbibliothek ist. Deswegen wäre es vielleicht gut gewesen, schon bevor wir hier eine Vorlage reingeben, die jetzt wirklich nicht schlecht ist, aber dass man vorher auch Menschen und Personengruppen beteiligt, die später Nutzerin sein können. Und das ist das, was wir heute hier nochmal anführen wollen, was unser Kritikpunkt ist als Linke, denn gerade in so großen Projekten wie das Ruhehaus wird ein großes Projekt werden. Wir haben da noch keine Zahlen, Finanzierung oder Fakten drin, aber wir alle wissen, was heutzutage Baukosten sind. Und ich weiß, dass es eine Innenstadtbeteiligung gab und ich weiß auch, dass dieses Haus Thema der Innenstadtbeteiligung war. Ich weiß, dass sich viele Menschen auch so eine Bibliothek wünschen. Aber ich denke einfach, bei gewissen Größen sind auch nochmal andere Beteiligungsformate wichtig. Ja, diesen Punkt wollte ich hier einfach machen. Wir begrüßen es natürlich, dass etwas passiert und dass es eine inklusive Bibliothek werden soll, die vielen Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen und dass dieses Konzept der dritten Räume, was aus den 80ern eigentlich ist, auch hier umgesetzt wird. Und gerade im Bereich der Bibliotheken gibt es viele sehr gute deutschland- und europäische weite Beispiele. Und deswegen denke ich, Bibliotheken sind im Wandel, Innenstädte sind im Wandel und es ist an der Zeit, etwas zu verändern. Und zwar gemeinsam mit den Menschen, die in dieser Stadt leben.